Hallo, du geile Katze. Schön, dass du das Video schaust. Mein Name ist Nick. Das hier ist Nick Jersey TV und ich zeige dir heute Classic Elite Jerseys. Wenn du meinem Kanal schon etwas länger folgst, und ich hoffe, das machst du, wenn nicht, dann solltest du auf jeden Fall nachholen, alle Videos zu gucken, alle Videos zu kommentieren und alle Videos zu liken. Weil da ich davon ausgehe, dass du meinem Kanal ja schon länger folgst, weißt du, denke ich mal, dass es bei Limited und bei Elite Jerseys nochmal drei Abstufungen gibt, und zwar die Classic-Variante, die Speed Machine-Variante und die Vapor-Variante. Bei den Vapor Limited und Vapor Elite Jerseys ist tatsächlich so, dass die meisten Jerseys diese Art von Jersey sind. Bei den Limited Jerseys ist es so, dass wir die Speed Machine Variante nur bei den Baltimore Ravens Jerseys haben. Habe ich hier auf dem Kanal auch schon mal genauer vorgestellt. Bei den Elite Jerseys ist es tatsächlich so, dass die Speed Machine Variante bei den Ravens und bei den Indianapolis Colts aktuell ist. Und die Classic Elite und Classic Limited Jerseys sind nur bei den Green Bay Packers und bei den Carolina Panthers. In diesem Video soll es heute aber halt um die Classic Jerseys gehen, und da trifft es sich perfekt, dass ich sowohl eine ältere Elite Classic Variante habe, als auch die ganz neue hier von Aaron Rodgers. So kann man da auch nochmal gut den Unterschied zeigen. So ziemlich der größte Unterschied bei den Classic Elite Jerseys gegenüber den Vapor Elite Jerseys ist, dass man hier vorne so eine doch sehr grobmaschige Netzoptik hat. Also ich komme mal hier näher ran, da sieht man das, dass dieses Mesh-Panel hier doch sehr, sehr grob ist, wohingegen das bei den Vapor Elite Jerseys wirklich sehr, sehr fein ist. Da sind zwar auch kleine Löcher drin, aber man kann es nicht so wirklich mit den, und daher kommt wahrscheinlich auch der Name, klassischen Football-Trikots vergleichen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwie an Football-Trikots denke, denke ich eigentlich immer so an diese Netzoptik, ob es aus irgendwelchen Filmen ist oder früher, wenn man mal irgendwie zum Fasching oder Karneval jemanden gesehen hat, der irgendwie ein Football-Trikot anhatte, dann war es immer diese grobe Netzoptik, und ich glaube, das war auch das, was früher irgendwie so Football-Trikots ausgemacht hat. Von daher ist der Name Classic in dem Fall natürlich irgendwie auch nicht weit hergeholt. Bei den älteren Classic Elite Jerseys ist es so, dass wir hier noch nicht diese Gummizüge wie bei den neueren Elite Jerseys typisch in den Ärmeln hatten, sondern hier noch ganz normale Ärmel. Und das finde ich ein bisschen komisch für so ein Elite Jersey, aber das ist tatsächlich so, dass hier der Patch nicht aufgenäht ist, sondern tatsächlich nur aufgebügelt. Das Nike-Logo ist schon wie bei neueren Elite-Jerseys, aber das Logo hier tatsächlich nur aufgebügelt, was ich ein bisschen schade finde. Und naja, ich würde nicht sagen, dass das Jersey herabwertet, aber ist natürlich schon komisch, wenn irgendwie alles aufgenäht, aufgestickt ist, und dann hast du hier trotzdem wieder so ein Print-Logo. Die neueren Classic Elite-Jerseys von den Panthers, die haben dann auch schon diese Gummizugärmel, sind dann aber tatsächlich immer noch hier mit diesem aufgebügelten Logo. Also selbst da ist es auch nicht irgendwie aufgestickt. Frag mich nicht, warum es so ist, aber man hat sich auf jeden Fall dafür entschieden. Vielleicht bei der Größe des Logos, dass man ein bisschen mehr Freiheit hat an den Schultern, oder wiederum, wenn ich an meine Patriots Elite Jerseys denke, dass das Logo jetzt auch nicht gerade klein. Ansonsten kann man sagen zu dem Jersey, dass halt hier dieses in dieser himmelblauen Variante von der Nummer 1 und einem meiner absoluten Lieblingsquarterbacks, Cam Newton. Stand jetzt weiß man ja noch nicht, ob er so wirklich weitermacht. Mal schauen. Ich glaube und hoffe vielleicht eher nicht mehr, weil die Leistung stimmt nicht mehr so wie früher, aber trotzdem für mich immer eine absolute geile Katze. Hier hinten der Leitspruch der Carolina Panthers, Keep Pounding. Dazu habe ich in einem vergangenen Video auch schon mal ein bisschen mehr erzählt. Ich habe schon mal ein Video gemacht, nur zu dem Carolina Panthers Limited Classic Jersey. Also wenn da Interesse besteht, guckt ihr das auch nochmal an. Und da gibt es auch nochmal ein paar mehr Informationen zu den Panthers und zu dem Jersey allgemein. Ansonsten kann man sagen, dass hier an den Seiten, also wir haben denn hier an den Seiten, das ist bei dem neueren Classic Elite nicht so, haben wir hier trotzdem nochmal so einen normaleren Stoff. Und der ist so wirklich sehr, sehr stretchy. Also man kann den wirklich hier sehr, sehr ziehen. Ja, schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich mag dieses Trikot sehr, aber im Vergleich zu der neueren Variante, zu der ich gleich komme, ist es schon noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Billo, aber schon noch nicht so geil gemacht wie das da. Hier oben sieht man auch nochmal so eine Abstufung der drei Farben, das nochmal so einzeln aufgebracht. Auch eher aus so einem Polyesterstoff, nichts Besonderes. Aber Namen und Nummer sind natürlich fein aufgestickt. Wir können auch nochmal hier in das Trikot reingucken. Ist eine einfache Naht. Das Trikot ist natürlich auch wieder in meiner Standardgröße der 48, was eine XL ist. Dann geht es in vierer Schritten runter und rauf, also je nachdem, wenn ihr eure Größe finden wollt. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich ziehe das Trikot mal an, damit ihr den auch seht, wie das fittet. So, auch wenn ich ein bisschen rumgemeckert habe, muss ich sagen, es sitzt dann doch sehr, sehr gut. Die Ärmel, wie gesagt, hier nicht mit dem Gummizug wie hier.
trotzdem noch in einer angenehmen Länge, nicht wie bei den Game-Jerseys, wo sie dann teilweise über den Ellbogen rüberflattern, was ich irgendwie ja gar nicht mag. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr cool. Mittlerweile der gute Hocker, ihr kennt ihn. Hier unten sitzt halt auch gut. Durch dieses Material hier, aber so ein bisschen eng, wenn man dann hier so ein bisschen Bauch hat, zeichnet das dann halt dann doch ein bisschen ab. Die Farbe vielleicht auch nicht so vorteilhaft, aber ich mag das sehr, wobei ich das schwarze Carolina Panthers Trikot wie in der Limited-Variante, das mag ich ein bisschen mehr. Ich wollte es aber nochmal als Elite-Jersey haben, da habe ich das gefunden. Das waren tatsächlich Schnapper auf eBay für 75 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Sitzt sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, Cam Newton für mich eine absolute geile Katze. Also kann man mal mitnehmen und ein richtig cooles Piece aus meiner Sammlung. Und natürlich auch gut, dass es die ältere Variante ist, sodass ich hier dann auch nochmal mit der neueren Variante ein paar Vergleiche ziehen kann. Und dann kommen wir auch zu der neueren Variante. Und das ist das Green Bay Packers Classic Elite Jersey mit der Nummer 12. Aaron Rodgers. Und ohne dir viel vorwegzunehmen, ich muss sagen, das ist vom Fitting her, wirklich muss ich sagen, glaube ich, das beste Football-Trikot, was es aktuell gibt. Also auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, welches Trikot besser sitzt und was ich lieber trage vom Feeling her als dieses Trikot. Optisch muss man natürlich sagen, sowieso Packers immer irgendwie so ganz geil von der Farbkombination. Erinnert mich zwar irgendwie immer ein bisschen an McDonald's, aber das ist, glaube ich, so mein eigenes Ding. Hier der Kragen nochmal mit so einem extra Gummizug. Die Nummern sind hier klassisch einfarbig, daher auch nur einmal vernäht, aber der Vollständigkeit halber zeige ich es euch auch nochmal drin. Hier einfarbig vernäht. Und ja, wie eben schon gesagt, hier dieses doch eher gröbere Mesh-Panel, was dieses Classic-Jersey ausmacht, auch in der Größe 48, war für ein Elite-Jersey tatsächlich ziemlich günstig, hat im Euroshop nach einer Rabattaktion 160 Euro gekostet. Ich habe das auch auf meinem Instagram-Kanal geteilt und ein paar von euch haben da auch zugeschlagen. Ich hoffe, ihr seid auch so sehr zufrieden mit dem Jersey. Ja, wie gesagt, also ich ziehe es jetzt einfach nochmal an und dann wird meine Lobhudelei für dieses Trikot, was das Fitting angeht, nochmal weitergehen. Ja, also vielleicht sieht man es mir jetzt auch an. Ich bin jetzt wirklich glücklich hier in diesem Trikot. Das ist, ich kann es auch nur nochmal wiederholen, vom Fitting her wirklich das beste Jersey, was ich habe. Ich glaube, keins sitzt irgendwie besser an mir. Ja, die Länge ist perfekt, Farbe ist perfekt, das ganze Tragekomfort durch dieses größere Mesh-Panel hier etc. ist natürlich auch sehr luftig. Die Ärmel sind geil, der Kragen ist geil, die Farbe ist nice. Also wenn ihr noch kein NFL-Team habt, dann entscheidet euch jetzt nur für die Green Bay Packers wegen dem Jersey. Ich als Patriots-Fan kann natürlich jetzt nicht mehr umschwanken, aber wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden würde, würde ich nur, weil mir das Trikot so gut sitzt, das Team wechseln. Nein, würde ich natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall für mich, für Packers-Fans, ein absolutes Muss, sich dieses Elite-Jersey zu holen. Also auch, dass der Preis viel günstiger ist als die anderen Elite-Jerseys etc. Ich hoffe für euch, dass Rodgers auch nochmal eine Saison verlängert. Also holt euch dieses Trikot. Ich finde, es gibt wirklich tatsächlich gerade kein besseres Elite-Jersey. Das feiere ich wirklich richtig. Natürlich, wenn man jetzt nicht Packers-Fan ist, Rodgers nicht mag, ist scheiße. Aber wenn man Jersey-Sammler ist, gönnt euch das Jersey. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches der beiden Trikots dir besser gefallen hat. Ob du generell überzeugt bist von diesen Classic-Elite-Jerseys. Und sag mir doch mal, welches Trikot du unbedingt als nächstes kaufen möchtest. Ich habe auf jeden Fall jetzt beschlossen, dass ich dieses Trikot nie wieder ausziehen werde. Dann kann ich mich an dieser Stelle wie immer nur bei dir bedanken, dass du dieses Video geschaut hast. Gönn dir noch einen wundervollen Tag, bleib bitte gesund und ciao! Rage on that beat, going crazy.